und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft Dungeons. Wir sind bereits auf der Mission. Wer das noch nicht gesehen hat, muss natürlich die letzte Folge erstmal schauen. Und starten jetzt direkt hier weiter durch. Wir müssen den Tempel finden und sind auch schon mitten auf der Suche. Jetzt muss ich hier erstmal irgendwie hochkommen, glaube ich. Da haben wir einen seltenen Armbrust gefunden. Wie komme ich denn da hoch? Also wir müssen hier irgendwie hoch. Hier wird es mit Sicherheit irgendwo einen Weg geben. Wir werden ihn finden. Ah. Das Leuchtfeuer, okay. Drei von fünf haben wir. Hin. Irgendwie müssen wir dahin. Ging es da hinten nicht weiter? Doch, eigentlich schon. Okay, wir haben die Leuchtfeuer entzündet und nu. Was ist jetzt passiert? Ach, okay, hier ist eine Brücke entstanden. Ja gut. Mal kurz heilen. Da haben wir ja alles richtig gemacht. Mich hätte jetzt nicht gewundert, wenn hier jetzt eine Mauerwand entsteht. Und wir zu einem der ersten Bosskämpfe oder so kämen. Drei von vier Truhen haben wir schon, das Geheimnis. Konnte ich noch nicht mal erahnen, wo es sich befinden soll. Wir haben hier eben noch... Boah, die ist besser. Verwerten. Was haben wir? Gesundheit geheilt. Von 20% wird ein kreisförmiger Bereich erzeugt, in dem alle Verbündete geheilt werden. Okay. Erhöht den Rückstoß von Pfeilen. Okay. Geschosse verursachen bei verzauberten Gegnern mehr Schaden. Wir haben aber auch nur noch 40 Pfeile. Wir müssen noch mal ein bisschen behutsam mit den Pfeilen umgehen jetzt. Und nur noch wirklich die beschießen, die wir besser aus der Ferne auch beschießen sollten. Oh, was für ein netter Bug.
gucken. Da wird so nichts mehr sein. Ich halte mich an meine eigenen Regeln nicht. Kommen wir dem Tempel vielleicht näher? Hier ist jetzt zumindest schon mal sandig. Soll ja ein Wüstentempel sein. Da wollte er gerade loszaubern. Ich habe es ganz genau gesehen. Und hier ist doch Zaubern verboten. Da hinten war einmal diese Kartstrecke vorhin. Vielleicht war das das Geheimnis. Ich habe aber keine Ahnung, wie ich da hinkomme. Mit der wäre ich schon gern gefahren. Aber gut, sollten wir es nicht finden, ist halt schade. Aber man kann nicht immer alles finden. Wenn es von euch jemand gesehen hat, einfach in die Kommentare. Dann schaue ich mir gerne, mache ich das Level gerne nochmal und schaue mir das Geheimnis an, weil ich würde das schon gerne, also ich würde schon gerne alles finden. Jede Kiste, jedes Geheimnis, das wäre schon cool, wenn wir das zu 100% klären könnten. So, meine Vorräte. Pfeile sind nicht schlecht. Das ist nämlich irgendwie... Ach, toll. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt. Eine Benachrichtigung, dass ein neues Video auf YouTube da ist, die ich von Leuten, die ich abonniert habe. Kommt natürlich gerade etwas umgelegen. Aber hey, das wird ja nicht nur mir so gehen, ihr werdet das auch kennen. Okay, da gehe ich gleich rein. Da haben wir ihn erlöst, bevor er an der Stelle noch verhungert wäre. Ah, okay, da braucht man einen Schlüssel dafür. Und ich habe den ersten Schlüssel schon gesehen. Dafür muss ich hinten durch diese Tür. Und dann wird es wahrscheinlich einen Bosskampf geben. Und wenn wir den gewinnen, können wir den Schlüssel kriegen. Und dann kommen wir hier durch die nächste Tür. Okay. Na dann stürzen wir uns doch mal in den Kampf. Okay, ich dachte, wir müssen da rein zum Kämpfen. Das war schon alles, okay. Da holen wir jetzt mal den blauen Schlüssel. Hier geht's nicht weiter.
Biester. Oh. Der kleine Rabauke will abbauen, der Schlüssel. So. Dann gehen wir mal auf die nächste Runde. Jetzt finden wir den goldenen Schlüssel. Gerne hoch, aber ich weiß nicht wie. Oh, habt ihr es im Hintergrund schon gehört? Überall sind gerade nochmal Zombies und Monster erschienen. Deshalb heile ich mich gerade mal ein Stück weit hoch. Die wollen immer flüchten, das gibt's ja gar nicht. Das sollte reichen. Oh, ein neues Schwert, das ist ja cool. Oh mein Gott. Okay, das war jetzt einfacher als gedacht. Kommen wir hier hoch? Natürlich nicht. Da hinten. Ich gehe da hin. Oh. Okay. Einmal versuchen wir es noch. Weil da hinten könnte nämlich das Geheimnis sein. Shit. Okay, dann lassen wir es halt jetzt. Ich wusste, wir kommen hier irgendwie hin, aber ich befürchte, dass uns hier nichts, dass nichts bringt. Ich kann hier nichts machen. Schade. Das ist enttäuschend. Naja. Oh, die teilen mittlerweile ganz schön aus.
Das war knapp. Da waren nicht mehr viele Pfeile. Dann müssen wir mal gucken, ob wir irgendwie eine stärkere Waffe, Nahkampfwaffe halt bekommen. Beziehungsweise, warte mal, hatten wir eben nicht eine? Oh, da ist ja eine. Guck mal eine an. Und die hier ist auch stärker. So, verwerten. Nach Besiegen einer Kreatur besteht eine Wahrscheinlichkeit, beziehungsweise, dass deine Angriffsgeschwindigkeit für kurze Zeit um 50% erhöht wird. Okay. Steckt Kreaturen 3 Sekunden lang in Brand, wodurch Schaden über Zeit verursacht wird. Einige der Angriffe können unverzüglich einen weiteren Angriff folgen. Und mehr Loot. Das kann man ja auch mal nehmen. Sehr gut. Eine schöne Waffe. Die Sachen können wir nochmal verwerten. Noch ein bisschen Kohle. Ja, hey, du hast einen Verschießer. Ach, deine Pfeile. Brauchst ja keine. Wo geht's weiter? Okay, hier oben geht's weiter. Das heißt, wir gehen erstmal nach da. Ich will ja mal alles erkunden. Warum waren da Schadensanzeigen? Ach, von vorhin, wo wir die abgeschossen haben. Cool. Hey, neuer Level auf die. Level up. Sehr nice. Also hier hinten der Weg hat sich jetzt schon gelohnt. Endlich mal ein paar Pfeile. So. Gut, dann hatten wir hier hinten jetzt alles. Haben wir jetzt eigentlich alle Truhen gefunden? Ja, laut Anzeige haben wir alle Truhen. Aber das Geheimnis fehlt immer noch. Boah, ich sehe gerade, die Folge ist ja schon viel, viel zu lang. Deshalb bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wünsche noch einen angenehmen Tag oder Abend. Und wir sehen uns in der dritten, in der nächsten Folge, im dritten Teil zu dieser Mission. Ich denke denn nämlich, wir finden bald den Tempel und müssen da noch ein paar Bosse killen. Also bis zum nächsten Mal. Ciao.